in diesem Video. Bert, jetzt bin ich aber mal gespannt, was du hier rausgehauen hast. Ja, ich habe ein paar Blöcke gebaut. Du hast ein paar Blöcke gebaut. Alter, was ist das denn? Willst du mich veräppeln, Alter? Deswegen was ist das ich denn? Ich habe 5 Minuten länger gebraucht. Das nie im Leben selbst gebaut. Jetzt werde ich einfach mal getrollt, ist klar. In diesem Video werden Beats und ich einfach mal die heftigsten Minecraft-Illusionen austesten, die ich jemals gesehen habe. Moin, Beats. Moin, moin. Wie du dich ja gedreht hast. Wie eine Prinzessin. Leute, auf jeden Fall testen wir die krassesten Illusionen aus. Beats auf seiner Seite, ich auf meiner Seite. Und, Leute, mich würde mal interessieren, wer hat Ferien, wer hat Schule? Also ich sag mal so, Beats, ich glaube, du musst zur Arbeit, oder? Wie immer. Hart hasseln. Leute, schreibt Hashtag Ferien oder Hashtag Schule in die Kommentare. Oder Hashtag Arbeit. Oder vielleicht Hashtag Arbeitslos, wer weiß. Wir bauen Illusionen und dann hören wir uns gleich wieder, Beats. Bis gleich. Bis gleich. So, Leute. Also, tatsächlich baue ich heute Illusionen, allerdings ohne Cheats, ohne Schematics, ohne alles. Also, ganz normal. Das Einzige, was ich heute dafür verlange, ist einen fetten Like, ein fettes Abo. Also, falls ihr noch nicht abonniert habt, noch nicht geliked habt, dann lasst unbedingt jetzt ein Like und ein Abo da. Denn wir werden heute lustige Illusionen erzeugen, die auf jeden Fall alles verändern. Damit der Effekt auch richtig wirken kann, müssen wir zuerst eine gelbene Grundebene bauen. Also zumindest, ich weiß gar nicht, ob man das muss, aber ich glaube, der Effekt kommt so viel, viel besser rüber. Dementsprechend machen wir das einfach mal. Ich denke mal, die Fläche sollte auch ausreichen. Und zwar schreiben wir jetzt hier hin yellow_concrete und jetzt haben wir erstmal hier diese wunderschöne gelbe Fläche erzeugt. Und was wir jetzt machen ist, wir bauen so eine Art Dominosteine nebeneinander, denn der Effekt wird richtig krass sein. Wir fangen an mit dem schwarzen Karo-Muster. Dementsprechend platzieren wir hier erstmal white concrete. Da müssen wir so 3 Blöcke Abstand nehmen. Passieren hier nochmal White Concrete und jetzt müssen wir den Rest einfach mal mit den schwarzen Concrete füllen. Also schreiben wir rein, /replace_air mit Black Concrete. So, genau. Und das wäre dann unser erster Stein. Daneben kommt sofort das gleiche hin. Allerdings kommt jetzt hier das in weiß hin, wenn ihr versteht, was ich meine. Also hier nochmal das gleiche hin. Hier schwarz und das Ganze füllen wir dann, wie gesagt, mit White Concrete und das Ganze müssen wir dann jetzt mehrere Male wiederholen. Es wird aber einen richtig coolen Effekt haben am Ende. Das kann ich euch garantieren. Wir können jetzt auch einfach das hier noch einmal kopieren und einfach um 180 Grad drehen. So haben wir das auch relativ schnell gemacht und ohne Aufwand. Also müsste jetzt eigentlich das genau hier platziert werden, wenn ich mich nicht täusche, aber andersherum, genau. Es war schon richtig von der Optik her, aber wir müssen hier hin an diese Ecke, genau. Und jetzt sehen wir schon, dieses Muster müssen wir es ganz oft wiederholen. Irgendwann später. Also kleiner Zwischenstand, so sieht es aktuell aus. Also zumindest eine Seite, das müssen wir jetzt noch in einer anderen veränderten Art auf diese Seite bauen. Hier oben hinbauen und unten hinbauen. Alter, es dauert so lange, deswegen überspringe ich auch einiges. Ich baue das Ganze hier übrigens mit World Edit. Und was macht denn hier diese Biene? What? Hello there. Ich habe auch erfahren, dass man das eigentlich von den Maßen her anders hätte bauen müssen. Also nochmal viel größer, doppelt so groß. Ich hoffe allerdings, dass es trotzdem funktionieren wird. So sieht dann die obere Seite aus. Ihr seht auch, das Muster verändert sich immer wieder an einigen Stellen. Und es wird eine richtig heftige Illusion am Ende ergeben. Es wird so aussehen, als würde sich das hier so verengen, also so zusammengequetscht werden. 20 Minuten später. Und die dritte Seite ist dann hier auch fertig. Also langsam. Ich bin so gespannt, ob das klappt. Weil wie gesagt, eigentlich hätte ich das größer bauen müssen. Aber ich denke mal, das wird auch so funktionieren. 1 Minute 37 Sekunden später. Und jetzt haben wir hier das Ganze fertig von allen Seiten. Und jetzt müssen wir nur noch in die Mitte so ein rotes Kreuz platzieren, sodass wir dadurch den Fokus auf die Mitte legen von diesem Objekt. 12 Sekunden später. Und so sieht einfach mal unser finales Produkt aus, Leute. Der Effekt wirkt auf jeden Fall. Also es hat auch in der Art und Weise funktioniert. Wir sehen, das sieht hier so ein bisschen glibberig aus. Also so, als würde das irgendwie zusammengedrückt werden. Richtig krasser Effekt, aber ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal Beats auf unsere Seite. So, Beats, ich würde sagen, wir kommen erstmal rüber auf deine Seite. Ich bin echt gespannt, was du hier vorbereitet hast. Und, lol, was hast du denn hier gemacht? Ja, ich will gar nicht so viel verraten. Ja. Sondern würde eher sagen, du kannst dir das mal anschauen und ja, dann wirst du eventuell bemerken, wo muss ich genau hin? Also, was muss ich machen? Die Illusion ist, die hat 4 Säulen. Du kannst auf jeden Fall hochkommen. Du darfst dir eine Säule aus. Okay, und wir sehen... Willst du hier pranken, oder was?
Lol, ich wäre einfach fast runtergefallen. Ja. Bist du lieben. Das war's auch schon. Lol. Hä? Das war die Illusion, aber ich wusste ja, dass du die Illusion, also du kennst es ja. Die Leute wissen ja auch, dass du es kennst und von vielen älteren Videos. Und eventuell sind ein paar dabei, die es nicht kennen. Der Beat wollte mich einfach pranken mit dieser Illusion. Lol. Es ist eine Illusion. Es ist eine Falle. Eine optische Illusion. Also wenn man sich das hier anschaut, Leute, genau darauf wollte der Beat hinaus. Wenn man sich so hinstellt, dann sieht es einfach so aus, als würde man hier ganz normal die Treppe hochlaufen. Also eher so aus diesem Winkel. Genau, doch, ja. Aus dem Winkel denkt man wirklich, das ist eine ganz normale Treppe. Aber das ist natürlich keine ganz normale Treppe, denn wenn wir jetzt hier hochlaufen, sehen wir, an der einen Stelle fliegt man einfach mal runter und würde sterben. Aber wir sind ja jetzt hier im Creative-Modus unterwegs und trotzdem, was du hier gebaut hast, sieht sehr krass aus, aber... Ja, das sollte so ein bisschen so eine Illusion aussehen. Ablenken, ne? Das könnte was sein, aber ja, es war nur eine Ablenkung am Ende. Ist gut, auf jeden Fall. Sehr nice. Gut. Bis, dann würde ich sagen, ich flieg mal nach oben und teleportiere dich, denn das wirkt nur, wenn du dir das wirklich hier aus der richtigen Perspektive anschaust. Und zwar, ich tippe dich mal hier hin und zack. Jetzt schau dir mal das an. Siehst du diesen Glibber-Effekt, dass das so irgendwie so ein bisschen verzogen ist, diese Steine? Ja. Und das soll auf jeden Fall so eine kleine optische Illusion sein. Das hatte ich, glaube ich, damals schon in der Schule so ähnlich. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Ja, das ist... Schreibt mal in die Kommentare, Leute, falls ihr sowas mal in der Schule vielleicht hattet, diesen Effekt. Das wirkt auch von einer anderen Seite so. Also wenn man sich halt eher so auf die Mitte konzentriert, irgendwie so dieses Außenrum, das wirkt auf einmal so verzogen. Man muss sich das aber auch so von Weitem anschauen, weil sonst wirkt es nicht so ganz. Hast du eine Erklärung, warum es so ist? Keine Ahnung, ich kann euch nur so viel sagen, Leute, die Blöcke sind alle gleich, also es ist nicht so, dass da irgendwie, dass ich Blöcke versetzt gebaut habe, sondern ist alles in einer Reihe gesetzt, um es mal doof zu sagen. Hast du eine Erklärung, warum das so ist? Ich glaube, ohne die Punkte an den Seiten würde es nicht so sein. Ja, ja, auf jeden Fall, also das ist klar. Ich glaube, dadurch, dass die Punkte immer so, also quasi, ja... Die werden zum anderen haben. Gespiegelt, ne? So, ja? Die so, ja, ist irgendwas damit zu tun, dass der Abstand der Punkte auf den gegenüberliegenden Seiten, dass dein Auge die irgendwie, ja, versetzt wahrnimmt. Und deswegen Leute, ich habe keine Ahnung. Falls ihr die Erklärung kennt, schreibt's in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir machen noch eine kleine zweite Runde. Ja, hören wir uns gleich wieder, Beats. Alles klar. Ja. Machen wir weiter mit der krassen nächsten Illusion. Und die wird wirklich einiges hier verändern. Und zwar müssen wir erstmal ein 8x8-Feld bauen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 und das gleiche nochmal nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal die Grundform gemacht. Und das Ganze füllen wir jetzt ganz normal einfach mit diesen Steinen, die wir hier schon gebaut haben. Die Mitte lassen wir jetzt ganz unversehrt und wir bauen so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das ehrlich gesagt nennen soll. Auf jeden Fall müssen wir das so nach außen bauen, damit wir so eine Struktur haben. Also macht das einfach so, um es einfach doof zu sagen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Jetzt schnappen wir uns diese Steinstufen oder Treppenstufen und müssen hier einfach mal das so ausfüllen in allen möglichen Ecken. Also hier machen wir das Ganze, hier oben auch, dann hier. Also wirklich nur oben, unten, rechts und links. Und dann seht ihr schon, das sieht schon auf den ersten Blick sehr, sehr komisch aus. Wir haben einfach mal so eine, kann man das eine Art Sonne nennen? Also zumindest haben wir so einen Kreis hier erzeugt, was schon ein bisschen komisch aussieht. Jetzt schnappen wir uns nämlich eine Fackel und platzieren diese Fackel einfach mal in die Ecken, wo wir das platzieren können. Hier können wir das nämlich aktuell noch nicht platzieren, allerdings gleich. Jetzt schnappen wir uns, wie gesagt, ganz normal Item Frames und diese Item Frames müssen wir hier platzieren bei den unteren Treppenstufen. Wir hauen diese unteren Treppenstufen immer weg. Und dann kommt hier, wie gesagt, der Itemframe hin. Hier kommt der Itemframe hin. Dort und dort. Und jetzt können wir die Fackeln ganz normal hier einfügen. Oder wir können einfach diesen Befehl hier benutzen. Das ist der komplette Befehl. Und dann müsste eigentlich sofort automatisch in die Itemframes eine Fackel reinkommen, die gleich groß ist. Und da hat irgendwie nicht so funktioniert. So, jetzt müssen wir die Blöcke einfach hier abbauen, oder? Genau, also wir hauen diese Blöcke weg. Wir müssen nur aufpassen, dass wir wirklich nicht die Itemframes berühren. Denn die Itemframes werden automatisch abgebaut, wenn wir die Blöcke abbauen. Und jetzt machen wir eigentlich genau das, was wir schon gerade gemacht haben. Also wir packen hier einfach ganz normal diese Treppenstufen wieder zurück. Berühren auf keinen Fall die Fackel. Und ihr seht einfach mal, Leute, alter Schwede, was ist das denn
für eine verrückte optische Illusion. Wir haben einfach mal, ja, Fackeln nebeneinander, die eigentlich gar nicht nebeneinander sein könnten. Also die Abstände passen einfach nicht. Schaut euch das an. Es ist super verrückt. Wir sehen, es ist in der Mitte von Treppenstufen. Es macht keinen Sinn. Und ich glaube, der Beats wird es auch nicht verstehen. Okay, Beats, dann würde ich sagen, wir machen das jetzt mal so, dass du erstmal zu mir rüberkommst. Ich bin echt gespannt, was du dazu sagen wirst. Also, das hier habe ich einfach mal gebaut. Und was wir sehen, Beats, verstehst du das Ganze? Ich glaube schon. Glaubst du schon? Also, ja. Du kannst dir mal erklären, was du siehst. Ja, ich sehe Steinstufen bzw. Treppen, die so angeordnet sind, dass es so kleine Felder sind. Ja, das stimmt. Aber man muss doch bedenken, dass das ja eigentlich gar nicht geht. Guck mal, zum Beispiel hier haben wir Treppenstufen. Siehst du? Bumm. Ja. Bumm. Ah, ich muss das mal ganz kurz hier anordnen. So, jetzt sehen wir das nämlich nochmal ein bisschen besser. Du siehst, hier zwischen ist einfach mal eine Fackel. Und versuchen wir da eine Fackel zu platzieren, Beats. Wie kriegt man das denn bitte schön hin? Wie das, hat der gute alte Pat das hinbekommen? Das ist eine richtige Fackel, das ist keine richtige Fackel. Warum? Weil ich sie nicht auswählen kann. Na, okay, du hast zwar recht, aber man sieht auch, dass da keine Partikel drüber leuchten. Das kommt noch dazu, das sind keine richtigen Fackeln. Es ist so, dass wir da diese Fackeln einfach über Item-Frames eingefügt haben und die Item-Frames dann abgebaut haben. Okay, verstehe. Ganz einfach erklärt. Aber es sieht halt super lustig aus, weil diese Abstände einfach gar nicht möglich sind, theoretisch. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ja, finde ich sehr cool. Wollte ich überzeugen. Dementsprechend, Beats. Bert, jetzt bin ich aber mal gespannt, was du hier rausgehauen hast. Also. Ja, ich habe ein paar Blöcke gebaut. Du hast ein paar Blöcke gebaut. Alter, was ist das denn? Willst du mich veräppeln, Alter? Was ist das denn? Ich habe 5 Minuten hier länger gebraucht. Ah, ja. Ey, sag mal, hast du eine Schematik auf den Server getan? Ach, was? Du hast eine Schematik auf den Server getan. Nein. Das hast du nie im Leben selbst gebaut. Jetzt werde ich einfach mal getrollt, ist klar. Okay, also wir sehen aber, die Illusion ist echt krass. Das ist eine Schematik, kann das sein? Also das hast du nicht selbst gebaut. Ich muss mal ganz kurz die Render erstellen. Ja, das hast du nicht selbst gebaut. Wenn du hier rüberfliegst, so auf die Fläche, wo du gerade bist oder von wo du gerade schaust, ist ja auch ein bisschen lustig, muss ich sagen. Ja, ist hier ein bisschen abgehakt, glaube ich, ne? Ist von verschiedensten Seiten immer ganz komisch. Also, ja, also es sieht aus wie so eine unendliche Spirale, kann man das so nennen? Ich denke schon, also wenn man sich doch mal aus diesem Winkel anschaut, könnte man einfach wirklich denken, das endet hier gar nicht. Also gerade hier an dieser Stelle sieht man wirklich so, es könnte auch ein normaler Übergang sein. Das hat irgendwie mehrere krasse Seiten, das Ganze hier. Ja, von jeder Seite irgendwie anders interessant. Genau, nur die Render Distance vom Server macht das ein bisschen kaputt, den Effekt. Aber ich sag mal so, Leute, das ist schon ein sehr, sehr cooler Effekt. Also da hast du heute auf jeden Fall mal einen echt rausgehauen. Aber sehr nice. Beats, also mir haben die Illusionen heute gefallen. Falls das auch bei euch der Fall war, Leute, lasst mir mal einen fetten Like da, lasst ein Abo da und dann würde ich sagen, schaut auch bei Beats vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.